Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Riembacher, Personaltrainer aus Karlsruhe, zum Thema Post-Workout-Shake. Sehr oft wird danach gefragt, nach einem Post-Workout-Shake, was, wie, wo, weshalb, warum. Es ist doch ganz einfach, liebe Fans und liebe Zuschauer. Es gibt natürlich zwischenzeitlich schon zig verschiedene Firmen, die haben hier natürlich einiges im Angebot als Post-Workout-Shake. Klar, ist von jeder Firma das Präparat das Beste, was es auf dieser Welt gibt, toppt alles andere und hat die neuesten individuellen und phänomenalen Wirkstoffe drin. Klar, müssen sie erzählen, können sie nichts verkaufen, aber letztendlich, wenn man mal da reinguckt, ist bei den meisten der Inhalt ähnlich. Ist ein Anteil an schnell verfügbaren Proteinen, es ist ein Anteil an Mineralstoffe, alle relevanten Mineralstoffe, vielleicht noch ein paar Spurenelemente drin. Es ist zum Teil eben noch die Aminosäure mit drin, wobei natürlich ein Protein schnell verfügbares Protein ist, ja klar, Aminosäure drin. Manchmal ist da noch ein bisschen mehr BCAAs mit dabei. Viele haben Kreatin mit dabei. Viele haben noch Pflanzenstoffe mit dabei, das heißt einfach gewisse Stoffe, die in Verdacht stehen, den Hormonhaushalt zu optimieren, in Verdacht stehen und auch bei dem einen oder anderen wirken. Aber wenn man mal reinguckt, ist es doch ähnlich. Ich benutze zum Teil einen schon fertigen, da werde ich jetzt keine Werbung machen, es ist scheißegal, was es ist, bei dem bin ich halt hängen geblieben, von dem bin ich überzeugt, habe schon einige durchprobiert. Gibt es viele, wo eben nur Kohlenhydrate drin sind und nur ein bisschen Eiweiß und ein bisschen Kreatin. Die fand ich jetzt nicht so prickelnd. Ich habe da einen anderen, wo dann eine Vielzahl von Inhaltsstoffen drin sind. Von dem bin ich ganz gut überzeugt. Mache es aber jetzt ganz Jahr, so immer mal wieder. Aber in der Regel, was immer basic bei mir ist, ich nehme innerhalb der ersten halben Stunde, wenn ich jetzt gerade in der Aufbauphase oder in der Regenerationsphase bin, Erhaltungsphase bin, fließt natürlich immer ein schnell verfügbares Protein. Mit einem Anteil Kohlenhydrate und ist bei mir immer Obst. Warum Obst? Weil Obst haben wir immer zur Verfügung. Da haben wir auch noch ein paar natürliche Vitamine drin. Das heißt bioaktive Vitamine, keine biopassive Vitamine, weil der Biokondensator mit dabei ist. Wir haben noch ein paar Ballaststoffe mit dabei, Mineralstoffe mit dabei. Was will ich mehr? Das heißt, bei mir ist meist eine Banane, vielleicht nochmal zwei Bananen, Apfel, vielleicht mal auch mal ein oder zwei Kiwis. Das ist ganz unterschiedlich, was, je nachdem, was ich zu Hause habe. Und das haue ich mir immer nach dem Training rein. Und das ist eigentlich das, was ich auch empfehlen kann. Entweder ihr guckt euch mal um, was es so an vorgefertigten Post-Workout-Shakes gibt. Da gibt es einen anderen, müsst ihr mal durchtesten. Geht man jetzt nicht vom Marketing aus, was da draufsteht, vom Mr. XY, der da irgendwas erzählt, wie gut es ist. Der kriegt Geld dafür, damit er es erzählt. Probiert es einfach selber aus, testet es mal durch, was euch gut tut. Und Basic ist natürlich immer hoch aufgeschlossenes. Ein sogenanntes entschlüsselndes Protein, das ist ein Whey-Protein, ein Isolat zum Beispiel oder auch ein Konzentrat, das in Wasser aufgerührt, nicht in Milch, weil die Verweildauer im Darm zu lang ist, weil die Milch oft bei den oder bei vielen Menschen auch ein bisschen Probleme im Darm hervorruft, deswegen am besten in Wasser und da esst dann noch ein Stückchen Obst dazu und gut ist. Halbe Stunde später können wir natürlich auch eine Mahlzeit noch zuführen, drei Stunden später noch eine Mahlzeit zuführen, das sei da in allerbesten Händen. Deswegen Post-Workout-Shake kann kompliziert sein, muss nicht kompliziert sein. Das war's, Andreas Riembacher, Person aus Karlsruhe, alles Mr. T, zum Thema Post-Workout-Shake.